Offizierscasino. Habt ihr euren eigenen Besprechungstisch und könnt da dann nach und nach alle versammelt eintreffen. Ah, ihr seid alle da. Gut. Wie ihr sicherlich wisst, hatten wir bereits in Festung die Idee, dass man doch in Helmport ein wenig Unruhe stiften könnte. Dort befindet sich ein Flottendepot für Afax, Maraskan-Flotte. Wir werden dort sowohl Munition als auch Nahrung erbeuten können. Bevor wir das aber angehen, werden wir erst einige Vorbereitungen treffen müssen, weshalb ihr alle hier seid. Ron und Fiona, wie weit denkt ihr, könnt ihr genau mit den Geschützen zielen? Braucht ihr da noch ein wenig Übung oder habt ihr da ein gutes Gefühl für? Die Geschütze sind wie jeder andere auch. Je nachdem, mit welcher man schießt, ungefähr 200 bis 400 Meter. Das ist gut. Ragnar, du hast einen guten Überblick über unsere Beladung. Man sagte mir, irgendwo an Bord wurden Brandgeschosse gefunden. Kannst du mir da mehr zu sagen? Handgeschosse. Ja, Ragnar holt mal kurz sein Buch raus und überprüft da die Bestände. Sordulz-Äpfel, 20. Mengbiller Brandöl, 50 Kartuschen. Ja, wird man so weitergehen. Gut, zeig Braun und Fiona doch, wo die sind. Die sollen schauen, ob sie damit umgehen können. Natürlich. Jetzt sofort. Nein, hinterher. Gut, wir hatten doch mal eine Karte. Wo ist die denn hin? Wir haben die Navigatoren. Genau, hier. Elmenport, ich gedenke dort in der Nacht mit der Arche anzulaufen. Die Kamot gerade. Erst mit den Geschützen und die Reste dann an Land zu schlagen und dann so schnell wie möglich wertvolle Materialien zu bergen. Dazu werden wir allerdings einige Informationen brauchen. Hat jemand Vorschläge, wie wir dort am besten auskundschaften können, ohne Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen? Was wolltest du auskundschaften? Elmenport, die Lage. Wir wissen, obwohl wir einmal dort waren, relativ wenig darüber, wie genau der Ort aufgebaut ist. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie wir da rangehen wollen. Ich nehme mal an, dass Helmport zu Hafax gehört. Oder haben wir auch darüber keine Informationen? Und das heißt Helmenport. Sollte meinen, er würde den Ort, dem man seinen Namen gegeben hat, gut bewachen. Dieser Ort befindet sich ja noch nicht auf unseren Karten. Er muss also relativ neu sein. Nun, bei Nacht könnten meine Eule und ich dort einige Informationen sicherlich zutage fördern. Könnt ihr denn so gut mit eurem Tier sprechen, dass es euch die strategisch wichtigen Punkte nennt? Kann ich mir kaum vorstellen. Auch wenn eure Eule sicherlich sehr, sehr klug ist. Ist klüger, als ihr glaubt, euer Gnaden. Rommeli verdreht die Augen. Und auch ich habe Fähigkeiten, von denen ihr bisher noch nichts wusstet. Ragnar verschränkt die Arme und schaut Rommeli an. Rommeli blickt erst einmal Fragen zum Kapitän. So, soll ich wirklich? Muss ich? Ihr müsst. Also, ich kann ja nicht antworten. Ich blicke eindringlich zurück. Nun, Rommeli, ja. Wie gesagt, ich fragte, wie ihr uns bei der Aufklärung helfen könnt. Sagen wir es einmal so. Ja, ich kann mit meiner Eule reden. Mit jedem hier im Raum. Das ist Und ja, Hexenwerk. auch. Sagt Ja, das wer? ist einfach eine einseitige Unterhaltung. Nun, wenn ihr es als Hexenwerk nennt, bezeichnet, habt ihr sogar recht damit. Kapitän, ihr wusstet das? Was? In der Tat war mir dies Alan. bewusst. Ihr habt eine Hexe beschäftigt. Beschäftigt sie immer noch. Die Frau wird für ihre magischen Dienste nicht bezahlt, falls ihr darauf hinaus wollt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Die falsche Anzahl an Frauen an Bord eines Schiffs, wo hauptsächlich Männer sind, kann zu Unruhen führen.
Aber wenn diese Information auch noch an die Männer gerät und sie vollkommen vom Glauben ab, das bringt Unglück, sage ich euch. Warum bringt es Unglück? Wascha konnte auch zaubern und die habt ihr nie in Frage gestellt. Ja. Aber sie war auch keine Hexe, oder? Oder weißt du da auch mehr, Jalan? Mann, sowas musst du uns doch sagen. Und sie hatte doch ein komisches Tier. Was war sie denn, wenn keine Hexe? Oh, Jalan, Mann, warum? Das darf nicht wahr sein. Was darf nicht wahr sein, euer Gnaden? Diese Holly, eine Hexe. Ihr habt doch sicherlich eigene Motive hier auf der blutigen See. Ich weiß nicht, ob wir in die gleiche Richtung segeln. Wir sind alle hier, um diese Arche zum Besten zu nutzen, was wir daraus machen können. Und das ist alles, was zählt. Ihr werdet nicht vor meinen Augen die Mannschaft in Frage stellen. Ja, aber jetzt. Meine Motive sind ganz klar. Ich trotzdem gern, was euer Ziel ist, Romilly. Die finsteren Kreaturen, die die Gesetze zu dem machen, was sie sind, ausmerzen. Wird ja wohl genügen. Das ist. Und wenn sich eine Möglichkeit bietet, wenn ihr euer Hexenwerk in diese Richtung lenken wollt, dann zu Borons Hallen zu schicken, die für das schwarze Eis verantwortlich sind. Mit dem größten Vergnügen. Die Tür öffnet sich einmal und Haswell steht mit einem Metschloch in der Tür. Oh, was ist denn hier los? Eine Besprechung? Ja. Macht die Tür wieder zu und setzt sich dann an so einen freien Stuhl und kippelt dann erstmal. Ich erinnere mich nicht, euch herbeigerufen zu haben. Für wen ist denn die? Ich für die weiter. Anwesenden. Ja, ich bin ja anwesend. Abenteuer. Was, Wolf? Geht. Oh. Alles klar, dann gehe ich woanders hin. Wenn ihr mich nicht haben wollt. Reden später, Wolf. Keine Sorge. Den müssen wir auch aufpassen. Er mag zwar nicht gefährlich sein, aber seine ungestüme Art könnte uns Sorgen machen. Also, Fräulein Romilly, wenn ihr euer Hexenwerk in unserem Sinne einsetzen wollt, gut, aber ich glaube, die Mannschaft solltet ihr im Unklaren lassen darüber, mit wem ihr hier verkehrt, mit wem ihr... Ich weiß gar nicht, wie sich diese Hexen organisieren. Sie reiten immer nur auf Besen zu ihren Nächten. Das sind Geschichten, die schüchtern die Mannschaft ein. Sowas brauchen wir hier nicht. Und das ist nicht meine Absicht, unsere Mannschaft einzuschüchtern. Das ist ja gut. Die Mannschaft ist auch von Magistra Kohlraub eingeschüchtert. Trotzdem beschwert sich da niemand drüber. Zumindest nicht laut. Nun, es ist eine Sache, von etwas eingeschüchtert zu werden, was man versteht. Und etwas anderes von etwas, was, nun, einen etwas zwielichten Ruf hat. Wir haben hier hinten am Steuerturm einen neuen Raum geschaffen. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr dort euer Quartier bezieht. Dragner, wie sieht das aus? Ist das noch frei? Welches Quartier? Dragner schaut dich an, als wäre er gerade aus einem tiefen Gedankengang wieder aufgewacht. Du hast schon die nächsten Schritte geplant, was? So in etwa, ja. Hier, hinterm Steuerbaum haben wir doch einen neuen Raum. Ja. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Romilly dort mit ihren Machenschaften unterkommt. Nun, ich denke auch, dass das die beste Wahl ist. Und der Raum wäre hervorragend. Und ich denke, steht außer Frage, dass es oberste Priorität ist, dass niemand in der Mannschaft erfährt, dass Romilly eine Hexe ist, da wir immer noch eine Inquisitorin an Bord haben. Ich bin mir sicher, solange der Codex Albericus wortwörtlich befolgt wird, wird Ihre Exzellenz keine Einwände haben. Nun. Ist auch sie hier, um das Gesetz hochzuhalten.
Es gibt immer wieder einige... Apropos. Schnell zum Schwert greifenden oder schnell zur Fackel greifenden Inquisitoren oder Bandstrahler, wenn es um Magier gibt, die kein Gildenabzeichen haben. Schließlich dienen sie frei aus dem Magiebanner. Und wenn jemand auf meinem Schiff Unruhe anstachelt, werde ich ihn genauso schnell höchstpersönlich über Bord werfen. Wie geht das jetzt nun weiter? Direkt in Richtung Helmport? Auf direktem Wege? Ich habe die Navigatoren bereits angewiesen, uns einen Kurs, der an Elberum vorbeiführt, zu zeichnen und uns dann in die Nähe von Helmport zu bringen. Wir werden, ich denke, 50 Meilen vor Land erst einmal anhalten. Auf dem Weg müssen wir sehen, wie wir die Seeblockade vor Elberum umgehen oder ob sie uns umgehen lassen. Werden wir uns einmal drum kümmern, wenn wir dort sind. 50 Meilen? 30 Meilen, das werden wir dann sehen. Die Navigatoren werden das am besten wissen. Sobald wir dann dort sind, werden wir auf die richtige Tageszeit warten und Romilly wird währenddessen bereits ihre Erkundung einholen. Nachts werden wir dann, wenn genug Informationen vorliegen, an Land gehen und sämtlichen Widerstand in der Stadt brechen. Fragen? Ja, sollen wir die Arche nutzen, um den Hafen unter Kontrolle zu nehmen? Natürlich. Wir laufen ein. Und während wir an Land sind und die Kamotgarde beschäftigen, werden die Schützen dafür sorgen, dass die Schiffe nicht ablegen können, falls dort welche vor Anker liegen. Ich meine, ob wir die besonderen Fähigkeiten dieses Schiffes nutzen wollen. Ich weiß noch nicht genau, was sie alles kann und in welchem Umfang sie es kann, aber ich habe schon eine Idee, wie wir sie... Und dann findet es besser frühzeitig heraus. Ich möchte keine ungewollten Überraschungen erleben. Vielleicht könnten wir Erzbibliothekar Doschek darauf ansetzen, das Unwasser, was hier durch die Adern der Arche pumpt, zu untersuchen. Ich könnte mir gut vorstellen, nun das letzte Mal, als uns im übertragenen Sinne der Wind aus den Segeln genommen wurde, ich etwas müde war, sie begann zu trinken und die Adern, die durch ihren Leib führen, erstarkten wieder. Der Druck nahm zu. Ich glaube, das ist ein guter Indikator. Wenn mehr herausfinden könnte, könnten wir schlussendlich jederzeit wissen, wie viel Kraft die Arche noch hat. Nun gut, sobald ihr kurz steht, nehmt euch ihn und Bolstedt und findet das heraus. Herr Oberst, seht zu, dass eure Männer dann bis morgen ausgeruht sind. Fiona und Bronn, ihr schaut euch die Geschütze mit der Brandmunition zu verwenden sind. Und Ugdan, geht das ganze Schiff von oben bis unten durch. Ich möchte, dass alles möglichst sicher ist, falls wir unter Beschuss geraten. Si, Senor. Keine Fragen mehr sind, wegtreten. Ja, dann wird man mal gut mit Fiona und Bronn nach unten zu den Beständen gehen. Den da alles zeigen. Wie wir das dann verwenden können oder nicht, das ist deren Sache. Ja, so, wenn du Munition freigibst, würden sie sich auch mit den Sordulz-Äpfeln und dem Mengenbiller Brandöl nach oben dann eindecken. Ja, also das würde ich jetzt, da Jalan gemeint hat, dass wir das gebrauchen, freigeben, klar. Gut, dann werden die nach oben an die Geschütze gelegt, beziehungsweise in diesen Raum hier. Und von dort aus kann man sich dann holen und sich bedienen, wenn dann geschossen wird. Eher auf dem vorderen Deck, weniger dann auf dem hinteren Deck oder hier oben. Das würde dann nicht funktionieren. Alles klar. Ja. Da die vermutlich eh, da sie schon hier waren, nur für die leichten Rotzen zu brauchen sind, ist das ja egal. Ja, und danach würde ich dann mal zu Jasper, dem Wandler, gehen. Ja, den findest du, richtet gerade seine neue Kabine ein und schaut dich dann an, wenn du die Tür aufmachst. Ja, ich würde einmal anklopfen. Gucken. Einfach die Tür aufmachen. Ah, Ragnar, der Drachentöter. Richtig. Jasper, ich
möchte mich entschuldigen für das, was bis jetzt passiert ist. Ich denke, wir beide haben uns jeweils auf der falschen Seite, auf dem falschen Fuß erwischt, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe euch mehr misstraut als getraut. Ich gebe es offen zu, aber ich möchte als Zeichen des Gutes Willen eine Entschuldigung anbringen. Und falls ihr irgendwas haben wollt, würde ich euch anbieten, es, falls es in meiner Macht steht, möglich zu machen, zu erreichen. Nun, eine Entschuldigung von euch, dem großartigen Schatzmeister und Drachentöter, die nehme ich doch gerne an. Er verneigt sich einmal gönnerisch vor dir, schmunzelt so ein bisschen. Nun, ich werde darauf zurückkommen. Ein Gefallen, eine Entschuldigung, die ich jetzt noch nicht einlösen muss. Natürlich nicht. Ist dieses Quartier zu eurer Bequemlichkeit? Nun, ich war im Vorfeld vor eurer Eroberung auch nur ein einfacher Gefangener. Ich kann mich nicht beklagen und ich freue mich, dass ihr mir eine Anstellung hier auf diesem Schiff zuteil lassen werdet, da ich bisher keinen allzu guten Ruf in Festum genieße und dort nicht verbleiben wollte. So hoffe ich doch, hier zu helfen und dass man meinen Rat, meine Befähigung wesentlich respektiert und wertschätzt, wenn ich ein paar Tipps gebe. Natürlich, immerhin bin ich etwas länger auf dieser Arche als alle anderen. Natürlich, außer vielleicht als Lubdil. Das ist richtig. Lubdil befindet sich noch länger in der Begleitung des Schiffes. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal mit diesem Wesen Lubdil auseinandergesetzt? Er klebt in der Vergangenheit sehr oft an meinem Bein. Wie ich betonen muss, eine bedauernswerte, mitleidende Kreatur. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Forschung. Nicht von mir. Ein paar Experimente, die wohl von Iribalgur an ihm durchgeführt worden sind, die ihn verkrümmten. Er erinnert mich doch sehr an eine kleine Version von Xera an dem Buckligen, auch wenn er nicht magisch begabt ist. Und seine Raffgier sich eher auf Käfer konzentriert als auf Gold. Wisst ihr, ob man dieses Experiment wieder rückgängig machen kann? Nun, mit einem alchemistischen Labor und größeren Gerätschaften, einem größeren Raum, könnte ich sicherlich versuchen, ihm seine eigentliche Gestalt wieder zurückzugeben. Aber nun, ihr solltet euch vielleicht gar nicht so sehr um ihn bemühen, denn er ist sehr einfach, möchte ich meinen. Er ist glücklich, auch wenn das vielleicht nicht so auf ihn wirkt. Er geht ganz in der Erfüllung, er geht ganz erfüllt darin auf, helfen zu dürfen und sich um das Schiff zu bemühen als Hausmeister. Allerdings weiß man nicht, was dieser Eingriff und diese Verwandlung in seinem Geist ausgelöst hat. Vielleicht wäre er, wenn er noch ein Kind, weiß es gar nicht, als er noch ein Kind gewesen wäre und jetzt zu diesem Geschöpf geworden ist, vielleicht wäre er zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen, der nun vielleicht nicht so intelligent wie ihr werden würdet, aber immer noch auf der auf Aventurien wandeln könnte und sein eigenes Leben beschreiten könnte. Ich denke nicht, dass die Erfüllung weiß ich eines nicht, wie alt er ist. Er weiß es selber auch nicht. Das hatte ich mir schon gedacht. Nun, ich glaube zumindest nicht, dass die Erfüllung dieses wahrscheinlich Menschen hier auf einer Dämonenarche sein sollte. Vor allem da über kurz oder lang wir sowieso gedenken werden, diese Arche zu zerstören. Zu zerstören? Natürlich. Er nickt wieder. Das verstehe ich selbstverständlich, auch wenn ich eine andere Auffassung dazu habe. Was für eine Auffassung habt ihr denn davon? Man sollte sie benutzen. Nun, werden wir auch tun, solange wir noch alles unter Kontrolle haben. Aber selbst wenn es soweit kommen sollte, dass wir alle anderen Archen zerstören, dann ist nur noch diese übrig. Und auch sie muss verenden. So sei es.
Ich denke, wenn ihr im alten Kabin von Eribalgur, dort ist ja noch ein Alchemietisch, vielleicht könnt ihr dort einige Experimente durchführen. Ich würde Myria fragen, ob das in Ordnung geht, während sie nicht in dem Raum ist. Das wäre sehr großzügig von euch. Ich muss tatsächlich etwas demnächst aufsetzen. Meine alchemistischen Tränke neigen sich dem Ende. Du siehst, wie da, wo sein Nachttischchen steht, so ein kleiner Vorsprung, stehen wohl zwei leere Flaschen. Wofür braucht ihr die? Um mein Leiden auf Dere zu erdulden. Erleiden? Mein Was Leiden. Sind diesen Billionen Violen? Nun, jeder hat seine Geheimnisse und ich... wir kennen uns nicht so gut, auch wenn ich euch sehr schätze, mein Freund. Doch dieses Geheimnis möchte ich noch für mich behalten. Ihr versteht. Natürlich. Also, allerdings setzen wir auf diesem Schiff Geheimnisse nicht allzu sehr. Also solltet ihr es, wenn ihr es nicht mir verratet, zumindest dem Kapitän verraten. Nicht jetzt, nicht morgen, aber in Bälde. Denn Geheimnisse sind nichts, was man auf dieser Arche behalten sollte, wenn man seinen Kopf behalten will. Zumindest wenn man Jarlans Worten Glauben schenken mag. Dann habe ich vielleicht noch ein paar andere Geheimnisse, die ich vielleicht in Bälde mit ihm teile. Sehr Herzlichen gut. Dank für euren Ratschlag. Ich nehme ihn zur Kenntnis. Keine Ursache. Ich werde jetzt einmal Myria fragen. Genieß den Tag, Abend, was auch immer. Ja, Myria wird da keine Meinung zu haben, wenn du sie fragst. Sie zuckt dann nur mit den Schultern, geht nach oben und trainiert irgendwie. Und damit wäre die Kabine frei, sodass Jasper dann in der Kabine von Iribalgur kochen wird. Hat er sich da gerade versprochen, Herr Meister? Nein, hat er nicht. Ja, nee, dann würde ich ihm dann auch sagen, ne? Kannst da drinnen arbeiten. Ja, würde er dann auch tun, direkt. Sehr gut. Ich würde ihm ganz kurz, während er da anfängt, mal gucken, was für Zutaten er sich zurechtlegt, da ich auch ein ganz kleines bisschen mich mit der Alchemie auskenne. Ja, dann würfel mal eine Alchemieprobe. Schwert um 5. Schwert um 5, das ist schon mal nicht gut, weil dann habe ich jetzt keine Talentpunkte mehr übrig. Jo. Habe ich heute Glück? Du hast... Habe ich heute kein Glück. Ich glaube, du hast dein Glück auch schon benutzt zum Kochen. Ach ja, stimmt. Schicksalspunkt benutzt. Ah, komm hier, ich mach hier 1W20, ich mach hier Schicksalspunkt raus. Wir wissen, was der da macht. Halt mich Neugier zu. Ja, toll! Ja, du schaust nochmal genauer hin, fängst dann irgendwie an zu husten, er hat da gerade was aufgesetzt und die Qualme, der Qualm, der in deine Nase kommt, in deine Augen. Ah, keine Ahnung. Ja, und dann gehe ich hustend raus. Gut, was machen die anderen? Sobald sich der Raum geleert hat, würde ich Romilly nochmal kurz zurückhalten. Romilly, ich würde mit eurer Erlaubnis gern Magistra Kohlraab von eurer Begabung unterrichten. Sie wird es vermutlich früher oder später sowieso herausbekommen und ich möchte dann keine Verwirrung haben. Wer ist diese Magistra? Sie ist eine der Magierinnen aus Bestum, die man uns freundlicherweise Unterstützung mitgab. Und wenn ihr es für notwendig erachtet, soll es wohl so sein. Solange nur meine Identität enttarnt wird, sollte es in Ordnung gehen. Und ich habe wenig Lust darauf, dass ihr euch später auf dem Schlachtfeld anfangt zu bekriegen, nur weil sie nicht wissen, dass ihr eigentlich eine Zauberin seid. Nun gut. Damit mache ich mich dann auf den Weg, den Turm hoch. Ah, Herr Kapitän, du siehst wohl vier Akolutinnen, beziehungsweise nicht Akolutinnen, sondern Schülerinnen aus der Akademie dann Xylesto und Peraniane herumstehen, haben auch wohl ein großes Pentagramm auf den Boden gezeichnet, mit verschiedenen Symbolen drin. Musst du aufpassen, dass du nicht in diesen Kreis reintrittst, der da mit Kreide gezeichnet worden ist.
Ich habe besorgniserregende Neuigkeiten. Xyleste unterhält sich mit irgendjemandem auf dem Schiff. Und sie ist sich bewusst, dass wir sie hören können, hat uns verspottet. Sie kann kommunizieren mit jemandem. Sicher, dass sie das nicht macht, nur um euch unruhig zu machen, denn das tut sie gern. Sie würfelt nochmal Menschenkenntnis. Ich bin mir absolut sicher, dass dies keine ihrer Lügen ist. Sie unterhält sich tatsächlich mit irgendjemandem. Er kann kommunizieren, und zwar durch das gesamte Schiff mit ihr. Ich werde seinen Gnaden von Neuhaus darüber fragen. Vielleicht weiß er ja etwas. Nun, erzählt mir doch, wie geht es Piranha derweil? Wir sollten uns vielleicht unten unterhalten. Und damit nimmt sie dich so ein bisschen, buxiert dich über diesen Kreidekreis hinüber, damit du da nichts verwischt. Und nimmt dich dann die Treppe mit nach unten. Also, sie wird ein bisschen leiser, sodass man das nicht wirklich hören kann. Ich habe darüber nachgedacht, dass man verschiedene Experimente an beiden Schwestern durchführt. Ich denke an so etwas wie entweder Gift oder die leichte Variante, einen einfachen Schlaftrunk, den man verabreicht. Oder aber, wenn das nicht anschlägt, ein Zauber, der sie zum Einschlafen bringt, sodass man sie getrennt voneinander unterhalten kann, denn zum aktuellen Zeitpunkt sind immer beide bei Bewusstsein. Auch wenn, das ist sehr widerlich, Paraniane immer noch stetig das Blut aus dem Mund herausläuft und sie wohl Schmerzen und Qualen erleidet. Aber wenn ich meine Forschung weiter voranbringen möchte, wäre es doch sehr interessant, auf welche Art und Weise sie miteinander verbunden sind. Ob ihre Gehirne immer noch miteinander verbunden sind oder sie unabhängig voneinander interagieren können. Auf alle Fälle hochinteressant. Tut, wie was gesagt, ihr ein könnt. Einfacher Pentagrammer, das habe ich schon dem Schatzmeister erzählt, auch wenn ich nicht weiß, wie viel er davon verstanden hat. Ein einfacher Pentagrammer würde sie wohl ohne Zweifel umbringen. Löst wahrscheinlich beide aus dem Holz hinaus und dann liegen sie nun ja, verholzt vor uns und sind des Lebens beraubt. Das ist also etwas komplizierter und erfordert etwas mehr Zeit. Tut, was ihr könnt, um sie herauszubekommen, aber verletzt sie nicht. Frau ist schließlich die Tochter des Markgrafen von Warung. Wir täten gut daran, sie in bestmöglichem Zustand aus der Arche zu befreien. Nun, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir sie noch nicht berührt oder mit ihnen weitere Kommunikation aufgebaut, sondern nur gehorcht, was sie tun und unsere eigenen Ideen dazu aufgeschrieben. Aber dass es sich dabei um die Tochter des Markgrafen handelt, habe ich aus den Papieren von dem Schatzmeister selbstverständlich herausgelesen. Gut, ich hatte noch ein anderes Anliegen.